Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Wunschpartner-Orakel. Ja, diese Woche ist das Wunschpartner-Orakel schon viel früher dran, weil ich am kommenden Sonntag, wo normalerweise das Wunschpartner-Orakel dran ist, nicht kann. Hat einen ganz erfreulichen Grund, dass ich mich mit jemandem treffe, den ich ja schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Und da freue ich mich natürlich schon wahnsinnig drauf. Und da möchte ich einfach trotzdem das Wunschpartner-Orakel an diesem Sonntag nicht weglassen. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich dieses Wunschpartner-Orakel heute schon. Und bei diesem Wunschpartner-Orakel geht es jetzt, also das ist jetzt hier das Wunschpartner-Monats-Orakel für September 2020. Ich schaue mir hier an, was kommt denn im September auf die Wunschpartnerschaften zu. Ich arbeite hier mit, also habe ich hier zwei Karten gezogen als Hauptthema mit dem Licht und Schatten Liebeskarten und die Hauptlegung mit den Modern Oracle Cards von Medium Melanie. Wenn ihr Interesse an den Karten habt, habe ich euch das in der Infobox verlinkt. Wie immer ist das ein allgemeingültiges Orakel. Das bedeutet, dass das jetzt hier wirklich auf dich zutreffen kann. Spätestens Ende September wirst du wissen, ob dieses Orakel auf dich zugetroffen hat oder nicht. Wenn du sagst, ja, allgemeines Orakel, da gehe ich nicht so in Resonanz, hast du jetzt die Möglichkeit, bis nächste Woche Freitag, also jetzt nicht diesen Freitag, sondern also nicht morgen, sondern eine Woche danach, hast du die Möglichkeit, diese Legung zum Aktionspreis zu buchen, und zwar als Video um 35 Euro statt 45 Euro, per E-Mail um 20 Euro statt 25 Euro, oder du möchtest diese Legung per WhatsApp, dann bekommst du hier eine Sprachnachricht von mir mit der Ausdeutung deines Kartenblattes, und da schaue ich dann individuell auf dich und deinen Gegenüber für die nächsten Wochen. Denn ein allgemeines Orakel kann man natürlich mit einer individuellen Beratung nicht vergleichen. Denn bei der individuellen Beratung schaue ich ja explizit auf dich, nur auf dich und nur auf deinen Gegenüber. Und hier habe ich allgemein gefragt, was denn bei den Wunschpartnerschaften im September sich ereignen wird. Ja, wenn ihr Lust habt auf diese Legung, einfach in die Infobox schauen, da findet ihr den Link. Ich starte jetzt los mit dieser Legung. Ich beginne jetzt mal mit dem Hauptthema. Was wird sich so hauptsächlich ereignen, wenn du hier mit diesem Orakel angesprochen werden sollst? Und zwar, oh, da haben wir du und ich. Das ist die schönste Karte in diesem Deck. Einigkeit, Beziehung, Ehe, Heirat, Zusammenfinden, Gemeinsamkeiten, Vertrautheit, es kommt Stabilität, es kommt Beständigkeit, eine Entwicklung rein bei euch beiden. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch die Dualseele. Karmischer Seelenpartner, Gegensätze. Also ihr seid hier höchstwahrscheinlich Dualseelen. Ja, und ihr werdet hier wirklich mit dem Thema Partnerschaft, Gemeinsamkeiten euch auseinandersetzen. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Kombi. Also ihr habt hier wirklich eine Dualseelenverbindung, die man hier wirklich, ich meiner Meinung nach, nicht trennen kann. Wenn man auch keinen Kontakt hat, kann man diese Verbindung dennoch nicht trennen. Ich bin ja selber im Genuss einer Dualseele und hatte ich jetzt auch 6 Monate lang keinen Kontakt, und seit gestern ist der Kontakt wieder da, und es ist wie wenn es diese ganzen 6 Monate nicht gegeben hat, und so fühlt sich das an bei Dualseelen. Und ihr, wenn du hier wirklich mit diesem Orakel angesprochen werden sollst, hast es hier höchstwahrscheinlich mit deiner Dualseele zu tun. Ihr seid sehr, sehr stark verbunden miteinander. Diese Verbindung werdet ihr auch intensiv jetzt in den nächsten Wochen spüren. Ja, die einen oder anderen werden hier tatsächlich über Beziehung, über Partnerschaft, über Gemeinsamkeiten sprechen, werden zusammenfinden. Bei den anderen geht es einfach darum, dass man sich verbunden fühlt. Ja, das ist jetzt mal das Hauptthema. Schauen wir uns jetzt an, was denn die Hauptlegung so zu bieten hat. Und da haben wir als Hauptthema, oh, die Rivalin. Es gibt hier höchstwahrscheinlich bei deinem Gegenüber noch eine andere Frau. Wenn du jemanden hast, der keine andere Frau hat, kann das sein, dass das du hier repräsentierst. Ja, dass du hier einfach mit dieser Karte angesprochen werden sollst.
Wenn hier dein Gegenüber wirklich eine andere Frau, einen anderen Mann hat, dann ist natürlich hier die Konkurrenz damit angezeigt. Dann haben wir die Gerechtigkeit. Also es kommt hier auf jeden Fall in einer Dreiecksgeschichte Gerechtigkeit rein. Du und dein Gegenüber, ihr fühlt euch sehr, sehr stark verbunden und es kommt jetzt Gerechtigkeit. Auch was so diese Konkurrenz betrifft, wenn eine Konkurrenz da ist. Ansonsten bist das eben hier du. Was natürlich auch noch sein kann, ist, dass für deinen Gegenüber eine Konkurrenz männlich wie weiblich kommt. Ja, dass auf dich jemand Neues auch zukommen wird. Das kann eben jetzt hier tatsächlich eine Konkurrenz für dich sein. Das kannst hier du, diese Person kannst du hier repräsentieren. Oder das kann auch eine Konkurrenz für deinen Gegenüber sein. Fakt ist aber, die Gerechtigkeitskarte ist gefallen. Das ist immer eine sehr, sehr positive Karte. Und diese Karte steht einfach dafür, dass jetzt hier wirklich in einer Angelegenheit Gerechtigkeit reinkommen wird. Dann haben wir die Entscheidung. Es wird also hier eine Entscheidung getroffen. Für die einen wird es so sein, dass sich dein Gegenüber höchstwahrscheinlich noch für die Partnerin entscheidet, obwohl er oder sie sich mit dir stark verbunden fühlt, dass dein Gegenüber ein starkes Gerechtigkeitsempfinden der Partnerin gegenüber hat und sich vorerst für diese Partnerin entscheidet, ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass du dich für jemand anderen entscheidest, dass das hier die Konkurrenz deines Gegenübers ist. Ja? Oder wenn das gar nicht der Fall ist, dann kann es sein, dass sich dein Gegenüber für dich entscheidet. Das letzte Szenario ist, dass du einfach mit diesem Orakel nicht angesprochen werden sollst, weil es einfach nicht für dich bestimmt ist. Dann mach dir keine Sorgen, du hast ja die Möglichkeit, hier diese Legung jetzt eine Woche lang zum Aktionspreis für dich zu buchen. Dann weißt du, okay, was bei dir Sache sein wird. Dann haben wir den Sommer. Ist interessant, wir haben ja jetzt noch den Sommer. Also das ist jetzt hier auch noch eine Zeitkarte. Die Sommerkarte steht auch für die positiven Energien. Dann haben wir die Psyche. Also jemand setzt sich auch mit seinem Unterbewusstsein auseinander. Dann die Offenbarung. Also es wird hier etwas offenbart. Höchstwahrscheinlich offenbart jetzt dein Gegenüber seiner Partnerin etwas von dir. Oder du offenbarst hier deinem Gegenüber etwas über eine andere Person, die du kennengelernt hast. Oder dein Gegenüber offenbart sich dir. Dann haben wir den Froschprinz. Das kann jetzt hier auch deinen Gegenüber repräsentieren. Das ist hier die Karte, dass man hier auf die inneren Werte schaut. Dann das Karma. Entweder hast du mit einer anderen Person noch ein Karma, eine schicksalhafte Lernaufgabe oder dein Gegenüber mit seiner vorhandenen Partnerin. Und dann haben wir den Fortschritt. Also es geht hier wirklich in einer Dreieckskonstellation weiter. Ja, man stockt nicht mehr. Es kommt Gerechtigkeit rein und es kommt zwischen euch beiden zu einem Fortschritt, weil ihr euch sehr, sehr stark verbunden fühlt. Ihr seid Dualseelen, habt gemeinsam ein Karma und ihr werdet hier wirklich voranschreiten. Und höchstwahrscheinlich hat das hier wirklich auch mit einer dritten Person zu tun. Die kann erst kommen, die kann aber auch schon da sein. Ja? Diese beiden Karten finde ich einfach wirklich schön und mit Dualseelen, das ist halt nicht immer einfach. Ja, ich weiß, wovon ich spreche, aber ihr fühlt euch hier wirklich sehr, sehr stark verbunden. Bei den einen ist es wirklich so, dass man jetzt zueinander findet, weil sich dein Gegenüber jetzt offenbart, der Partnerin gegenüber und sich für dich entscheidet. Oder dein Gegenüber fühlt sich zwar mit dir verbunden, entscheidet sich aber noch aus Gerechtigkeitsgründen, was man natürlich nicht verstehen muss, für seine noch Partnerin. Aber wir haben ja hier einen Zeitaspekt, das ist ja eine Monatslegung, also das ist jetzt hier wirklich eine kurzfristige Legung. Dein Gegenüber fühlt sich aber trotzdem mit dir sehr, sehr stark verbunden und wird mit dir auch immer verbunden sein. Ja, hier gilt es einfach abzuwarten, was denn wirklich auf euch zukommen wird, oder ihr sagt, nee, ich will es jetzt wissen, was kommt auf mich und meinen Gegenüber zu. Dann eben, wie gesagt, mache ich sehr, sehr gerne für dich diese Legung. Alle anderen sollen halt wirklich beobachten, was sich jetzt hier in diesem Monat ereignen wird.
Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat dieses Orakel gefallen. Ich konnte euch einen guten und kleinen Einblick geben in diesen neuen Monat. Ich wünsche euch jetzt schon ein wunderschönes Wochenende. Freue mich auf die nächsten Orakel mit euch. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Alles Gute und bleibt gesund. Ciao!